Christian Lindner, der Parteivorsitzende der FDP, hat das auf den Punkt gebracht. Hier der Tweet. Da Sie über Wahlen sprechen, liebe Luisa Neubauer, sind Sie eigentlich irgendwie legitimiert oder gewählt? Fragezeichen. Wie läuft das in so einer Bewegung? Fragezeichen. Welchen Einfluss hat die Schülerin am Freitag auf einer Demo auf das, was sie im Fernsehen sagen? Fragezeichen. Bei mir ist das klar. Christian Lindner. Ja, damit hat er eigentlich das Entscheidende gesagt. Nämlich geht es bei Fridays for Future diktatorisch zu? In unseren Videos heißt es ja auch, sind bei Fridays for Future Leute am Werk, die eigentlich die Klimaziele, die die junge Schülerin, die am Freitag auf die Demo geht, hat sozusagen, die dort sabotiert werden? Sind dort Diktatoren und Saboteure am Werk? Oder geht es demokratisch zu? Und das ist eben nicht der Fall. Wenn es demokratisch zugehen würde, dann gäbe es garantiert einen demokratischen Beschluss, dass sozusagen, wenn es nach dem Willen der, ja, beim letzten, vorletzten Mal 1,4 Millionen Menschen, diesmal leider nur noch 630.000 Menschen in Deutschland, die auf die Straße gegangen sind. Aber diese 630.000 Menschen, wenn es nach deren demokratischen Vorstellungen und Wünschen ginge, müsste es ja völlig normal sein, dass man sich einigt, dass alle Angebote, die für Klimaschutz in Deutschland kommen, die, sagen wir mal, über quasi... Ja, man würde ein Modell machen, ja, sagen wir mal, zum Beispiel, wenn man sagen würde, alle Angebote über 10 Milliarden Euro, die für den Klimaschutz in Deutschland verwendet werden sollen, das muss dann allen Teilnehmern der Bewegung mitgeteilt werden und zur Kenntnis gebracht werden, damit die dann demokratisch darüber entscheiden können und mitdiskutieren können darüber, ob diese 10 Milliarden angeboten werden. Wenn es jetzt zu dem Punkt käme, dass natürlich jeden dritten Tag 10 Milliarden Euro angeboten werden, dann würde man die Schwelle halt auf 100 Milliarden setzen. Und wenn dann jede Woche einmal 100 Milliarden in Deutschland fürs Klima angeboten würden, dann müsste man die Schwelle halt noch höher setzen, auf 200 Milliarden oder 300 Milliarden. Aber das Verrückte dabei ist ja, es kommt ja kein einziges Angebot. Es ist ja nicht mal ein 1 Milliarden Angebot da, außer dem Angebot der Scientists for Future 2, die schon seit Monaten verzweifelt 900 Milliarden für den Klimaschutz anbieten, für den Kohlestopp 26 und für zum Beispiel die Bedachung aller Dächer mit Sonnenkollektoren und ja, und die dann auch noch das anbieten, was die jungen Leute ständig wollen und skandieren, nämlich System Change und Antikapitalista und so weiter. Das heißt also, durch eine sanfte Strategie der sanften Zwischenschritte, die den Kapitalismus beendet sozusagen. Ja, also Christian Lindner von der FDP, sein großer Fehler ist, dass er blind an den Kapitalismus glaubt. Das ist sein großer antiwissenschaftlicher Irrtum. Er sollte mal unbedingt die naturwissenschaftlichen Analysen der Scientists for Future 2 lesen, aber das fällt FDP-Leuten schwer, denn für die ist also der Kapitalismus eigentlich deren persönliche Religion, das ist, oder deren persönlicher Aberglaube. Herr Lindner, kurzer Hinweis, der Kapitalismus ist widerlegt als eine alles zerstörende System, als ein alles zerstörendes System und muss schleunigst beendet werden. Aber er muss eben mit wissenschaftlichem Verstand vernünftig und in sanften Einzelschritten beendet werden. Man könnte sagen, der Kapitalismus muss in sanften Einzelschritten und Zwischenschritten abgeschafft werden und nicht mit irgendeinem chaotischen Pseudoplan oder mit irgendeiner unvernünftigen Lösung. Aber das wissen dann die Scientists for Future 2 schon, wie man das macht, wie man mit einzelnen Schritten den Kapitalismus beendet. Sanft und behutsam und wissenschaftlich fundiert und logisch.
Ja, aber generell hat Christian Lindner recht. Die ganze Bewegung, das ist ja unsere große, meine gro persönliche große Sorge auch, dass da Diktatoren und Saboteure intern von Fridays for Future antidemokratisch der gesamten Bewegung vorenthalten, was es an Angeboten gibt, an Lösungsangeboten gibt, weil ich weiß nicht, weil irgendetwas Wirres, Irres, Verwirrtes, ich habe gesprochen im letzten Video oder vorletzten Video dann von verwirrten Saboteuren. Ja, diktatorische Saboteure sind verwirrte, diktatorische Saboteure sind das Problem bei Fridays for Future. Und nochmal meine Aufforderung an all die 630.000 Teilnehmer der letzten Demo: Lasst euch doch dieses antidemokratische, diktatorische Sabotieren von verwirrten Saboteuren innerhalb von Fridays for Future nicht gefallen. Es ist eure Bewegung, ihr geht auf die Straße, ihr seid die Hauptperson und ihr müsst demokratisch darüber entscheiden dürfen, ob ihr ein 10 Milliarden Euro Angebot, ein 100 Milliarden Angebot fürs Klima oder ob ihr ein 900 Milliarden Angebot fürs Klima annehmen wollt oder nicht. Das ist Demokratie, alles andere ist Diktatur und Sabotage. Tschüssi, bis bald.